Wunderschöne Grüße aus Kalabrien, aus dem Labranda Rocca Nettuno. 24 Stunden sind wir unterwegs und gleich geht's nach Hause wieder nach der Look and Feel Tour. Und die Look and Feel Tour ist eine ganz besondere Tour, liebe Sonnenklar TV Zuschauer. Wir sind unterwegs, wir haben uns das neue Hygienekonzept angeguckt, wie es demnächst in den Hotels läuft. Denn auch Reisen soll wieder Spaß machen und Sie sollen Spaß haben im Hotel. Viele Gäste waren dabei, Presse, Journalisten, aber auch Rolf Stahlhofen, wo ich mich besonders drüber gefreut habe. Von den Söhnen Mannheims. Gestern Abend hast du ein schönes Konzert für die Gäste gegeben, endlich mal wieder zu spielen, weil ich glaube, der Lockdown und die letzten Monate war jetzt auch nicht so die schönste Zeit für dich, oder? Ja, wie gesagt, es ist zweigeteilt und ich habe meinen Garten kennengelernt zu Hause. Ich habe festgestellt, dass man da wunderbar leben kann. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich unglücklich. Ich meine, wir haben viele Techniker und Musiker, die jetzt zu Hause sitzen. Und da wahrscheinlich ihre Familien stressen. Und deswegen hat es uns oder mir und Toni, meinem Keyboarder, natürlich tierisch gefallen, hier zu sein. Bist du das erste Mal in Kalabrien? Ich bin das erste Mal in Kalabrien, ja. Füllst du auch richtig Hallen und bist viel unterwegs, kommst ruhig rum. Wie hat dir Kalabrien gefallen und auch jetzt das neue Konzept, was jetzt hier umgesetzt wird für die Gäste? Ja, ich bin ein bisschen geschockt, weil du jetzt gesagt hast, nur 24 Stunden sind wir hier. Ich dachte, wir sind 96 Stunden hier. Müssen wir gleich wieder. Du kannst noch ein bisschen was dranhängen. Wir haben ein schönes Angebot für die Gäste. Nein, es ist wirklich gut hier, es ist toll. Es ist, irgendwie ist es ein sehr kraftvoller Ort hier. Und bin gerade heute Morgen schon durch Städtchen gelaufen, habe einen Kaffee getrunken auf der Piazza und das ist ein Knaller. Was gefällt dir besonders gut? Also für dich ist auch so ein bisschen so Lebensgefühl. Du hast gerade gesagt, durch die Gassen gehen, du hast dich ein bisschen zurückgezogen, du hast einen Kaffee getrunken. Das macht das hier besonders aus? Auf jeden Fall. Also ich mag ja, ich freue mich, wenn ich Ruhe habe, weil auf der anderen Seite wir Trubel haben. Und ich suche mir da die Mischung. Also heute Morgen war das sehr, sehr schön. Aber gestern Abend, da dieses mit euch feiern, das hat auch Spaß gemacht. Das gehört dazu. Also wenn Sonnenklar TV unterwegs ist, wir genießen, wir feiern. Und auch jetzt können wir das auch unter den Bedingungen hier, glaube ich, wunderbar genießen. Oder hast du irgendwas für dich gemerkt, also Einschränkungen, also was dich jetzt im Urlaub betreffen würde? Würdest du sagen, ja, man kann in Urlaub fahren? Naja, ich meine, das ist ein Ort, wo man hin muss auf jeden Fall. Also das ist traumhaft hier. Man hat auch gesehen, wie freundlich und offen die Leute sind. Ja, also kleine Gespräche mit Hand und Fuß und so. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man weg ist, merkt man, wie schön es zu Hause ist. Deswegen öfters mal weg sein. Öfters weg sein. Die Söhne haben neues Single veröffentlicht. Gestern war, glaube ich, Premiere. Wie geht's weiter mit euch? Na, wir haben jetzt mal erst ein paar Autokonzerte gespielt, haben festgestellt, dass das schön ist, aber freuen uns jetzt wieder auf Publikum, spielen nächsten Monat in Österreich, sind an einem neuen Album und warten darauf, dass man sich endlich mal wieder zum Rhythmus der Musik bewegen kann. Liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, also die Söhne Mannheims freuen sich auf Publikum und das Labranda Hotel freut sich auf Sie hier. Und wir haben ein ganz tolles Angebot für Sie im Moment, denn auch hier geht's wieder los. Bisschen eingeschränkt, aber trotzdem genießen Sie die schönste Zeit im Jahr, Ihren Urlaub. Ciao.